Haben Sie auch in den letzten Jahren eine Immobilie finanziert? Hauskauf, Hausbau oder eine Wohnung? Dann haben Sie auch von einem historisch niedrigen Zinsniveau profitiert. Die Zinsen in den letzten Jahren waren wesentlich günstiger und geringer als noch vor 10 oder 15 Jahren. Ich möchte Ihnen heute eine kurze, sehr spannende Geschichte erzählen. Vor 2 Wochen kam ein neuer Klient auf mich zu mit seiner bestehenden Finanzierung, die er mir gezeigt hat, mit der Bitte, sie zu prüfen. Er hat vor einem Jahr für einen Wohnungskauf bei einer Gesamtlaufzeit von 30 Jahren auf 20 Jahre einen Fixzins von seiner Bank angeboten bekommen in Höhe von 2,4%. Seine Frage an mich: Er hat von einem Bekannten gehört, der ihm erzählt hätte, eine Umschuldung käme vielleicht günstiger für ihn, und er bat mich, das zu prüfen. Ich habe seinen Kreditvertrag geprüft, habe daneben unabhängig sämtliche Banken und Bausparkassen in Österreich verglichen und ihm dann nach gut 1,5 Wochen folgendes Angebot, folgende Möglichkeit aufzeigen können. Der Bestbieter in Österreich würde ihm derzeit bei gleicher Laufzeit auch einen 20-jährigen Fixzins anbieten in Höhe von 1,375%. Dieser Klient bezahlt derzeit in eine monatliche Rate in Höhe von 877,70 €. Die Zinsreduktion bedeutet für ihn eine neue Kreditrate in Höhe von 766,11 €. Sprich unterm Strich monatlich eine Ersparnis von 111,59 €. Auf die Restlaufzeit jetzt, also wir haben das mal 12 Monate mal 29 Jahre Restlaufzeit, der Kredit läuft schon seit einem Jahr. Unterm Strich eine Gesamtersparnis in Höhe von 38.833,32 €. Er hat mich sehr verblüfft angeschaut mit den Worten: Herr Leiger, da muss ein Haken sein, das kann doch so einfach nicht funktionieren. Sage ich: Ja, es gibt einen kleinen Nachteil. In diesem konkreten Beispiel hat die Hausbank das Spiel nicht mitgespielt. Wir müssen in dem Fall leider die Bank wechseln und es fallen die Pfandrechtskosten für die Grundbuchseintragung leider noch einmal an. Das bedeutet in diesem Fall einmalige Kosten für die Umschuldung in Höhe von 3.125 €. Und es bleiben ihm wirklich effektiv unterm Strich nur über, und Anführungszeichen nur, 35.708,32 €. Wenn Sie mehr dazu wissen möchten oder Ihre bestehende Finanzierung einmal kostenlos und unverbindlich prüfen lassen möchten, mit möglicherweise auch konkreten Optimierungsvorschlägen, dann bitte kontaktieren Sie mich.